Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play DayZ mit dem Mullen. Ich bin der Mutz und ich beobachte in der Natur die Mulle in ihrer natürlichen Umgebung. Da sitzt sie. Sie ist schüchtern. Ich glaube, sie hat Läuse. Namen kann ich noch nicht erkennen. Ein Drogensüchtiger. Oh, geil. Oh. Eine drogensüchtige Molle mit Orgasmus. Ja, moin. Ich habe ein bisschen Angst um meinen Arsch. Du sollst nicht auf mich zielen. Dann treibe ich das auch noch aus mir. Drogen. Läuft so durch die Wand, ey. Ja. Ich wollte halt mal anders wieder anfangen, ne? Bist du Bescheid? Wir haben immer noch Spaß. Wir haben uns zwar in der Pause wieder ins Töten gehen, dann bringen wir uns wieder gegenseitig um, weißt du? Wir haben in der Pause erstmal wieder eine halbe Stunde angeschrien und darüber diskutiert, was er für ein Arschloch ist und dass er damit nicht klarkommt, dass ich halt immer ehrlich bin. Mein Gott, du spastest immer noch rum bei mir, ey. Und seht ihr, wie er mich bezeichnet, ja? Ich lasse das jetzt einfach wirken, ja? Und nehme das als, Kompliment? Als Kompliment natürlich, als Belohnung für mein, mein hartes Durch. Gelobt, ne? Wir sind noch nicht am Erfchen, ne? Was passiert? Huch. Nee, das muss von alleine kommen, das kannst du nicht so aus mir rauszwingen. Okay, ja, ich bedanke mich, wenn du was richtig machst, oder wenn du gut zu mir bist. Ja, also wir rechnen jetzt schon mit dem Kontakt. Du bist Sniper, ne? Ja, ich hab's. Und ich bin halt noch, natürlich durch meine abgesägte Schrotflinte, auf Vollnahkampf gebürstet. Wir werden jetzt erstmal hier vorne am Wald die Baracken besuchen. Also die Kaserne hier vorne. Und wollen mal schauen, ob wir hier irgendwie gleich Besuch haben. Ich möchte halt auch den grauen Pulli irgendwann loswerden, ey. Das ist echt widerlich mit dem. Das habt ihr gesagt. Trag nicht meine getragenen Klamotten, das ist aber schuld. Da halt reingeschwitzt und gekleckert habe ich und so. Ja, und geseucht und gesifft und. Widerlich. Und die Baracke ist natürlich da. Natürlich nicht da, wo ich hinlaufe, aber ne, der Weg, der zählt. Und also hier die. Pulli sieht zu aus, wenn ich die sehe. Bist du jetzt oder? Was ist so Gott? Was ist so Gott? Ja, nix Kontakt, Zombie. Ne? Ja, ich laufe um die Ecke und der steht vor mir, weißt du? Ich nehme Axt. Dann nehmen wir das mal wieder zu Herzen, das richtig zu melden, sonst kann ich damit nichts anfangen. Oh, was mache ich denn? Ich bin kaputt. Ist noch eine Olga, die kommt. Gehen wir zurück. Schön in die Arme genommen. Stehst du drauf, ne? Natürlich. Ich meine, wenn du da nicht drauf stehst, ich stehe da halt drauf, wenn Frauen zu mir kommen. Und mich wollen. Hey, guck mal, hast du? Bist du da? Hast du? Achso, ist schon gar nicht da. Ah. Mensch, ey. Tut mir richtig leid, ne? Nie sind deine Hunde da, ey. Da ich schon heulen. Nee, wieso denn? Ich bin doch kein Tierquäler. Ich kann doch nicht draußen rumbutschern, ne? Man merkt richtig, dass sie den Loot runtergesetzt hat im Militärzeug hier. Ach, nur weil du nichts findest. Das heißt ja nicht, dass ich nichts finde. Und ein Jacket. Wuhu! Oh, dieses... Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich... Tut mir leid. Das ist halt immer noch die Schrot, die nachlädt, wenn ich erdrücke. The Rotten Kiwi Pristine. Die kommt bestimmt vom Lidl, die ist noch gut. Also ich habe jetzt nur Muni gefunden für die Mosi. Hm. Kannst mir eigentlich mal ein Dings geben, wenn ich was hier so gerade einen auf Schaut reingekriegt. Ja, ich habe halt auch nichts anderes zu landen. Ich habe hier 3-4 Schuss noch und dann muss ich Mosi nehmen. Ja. Du hast ja gerade 20 Schuss für mich. Ja, nee, ich habe halt die 5 im Lauf und
Ja, willst du jetzt die Patronen auf den Punkt genau abzählen, oder? Nein. Wenn ich in Nahkampf gehe, dann lasse ich dir was da und gut ist. Aber wenn wir jetzt zusammenbleiben, dann brauche ich halt auch Muni. Ja, klar. Und wenn ich da auf Get No Joe mache hier, Rambo-Molle, ja? Rambo-Molle. Dann lasse ich dann den Blödsinn nach. Gut, wollen wir hoffen. Toi, toi, toi. Jo. Jo. Unten ist clear. Oben ist clear. Gut, was haben wir hier? Rotes Barett, Gasmaske. Gasmaske noch mehr. Das ist eine große Büchse. Und M4 Muni. Ja, M4 Muni hat auch einen Zehner. Was zu trinken? Was für eine Büchse ist das? Ich sehe das nicht so ganz genau auf dem Bett, liegt hier. Ah, okay, das ist die, was wir schon anhaben. Riecht aber viel M4 Muni rum. Hab ich die Muni jetzt genommen, oder? Hier oben ist. Halt voll, ey. Magazin. Aber voll ist. Trink mal schnell was. Das kann ich halt nichts aufnehmen. Oh, diese riesige Klopfdose noch. Mal ein bisschen gucken wegen Tabelle. Ja. Hast du das Magazin jetzt hier genommen? Ja, ja. Ich hab zwei Stück jetzt hier schon. Ich geb dir die Moment gleich. Geht mir jetzt wie so eine Stelle. Weil das irgendwie schon wieder psychologischer wird. Weil er visiert hat. Okay. Jungle Boot. Moin, Jungle Boot. Passt doch besser. Muss er mischen als Mann, muss man ja auch als Mullenmann auf sein Aussehen aufpassen, ne? Was ist das hier für ein Magazin? Das sind voll, leer. Ich hab und? Die oben hingeschmissen. Ich frag mich, warum die hier runtergefallen sind. Ja, das ist immer mal wieder passiert. Ich hab hier alles gecheckt. Guck mal aus dem Fenster, ob schön sauber ist. Also die Fenster. Fenster sind keine drinne. Handschuhe hab ich an. Okay, ein V-Kit hab ich. Kurz machen, gerade rüber, oder Mann? Oh Gott, Zombie. Das fängt schon so an wie du, ey. So, wir haben noch lange nicht gespielt, ne? Ja. Das macht mich halt noch fertiger, wenn ich da nicht weiß, was kommt. Weißt du? Wenn du dich einfach wieder einkackst, dann hast du einfach nur Durchfall, ja, glaub, ne? Und dann. Ich glaube, wenn ich einen wirklichen Spieler habe, dann sage ich schon hier Kontaktspieler. Ja. Guck mal, drei Aufnahmen zurück. Also, ich bin dafür, gerade rüber gut ist. Naja, ist ja keiner, wir dödeln hier eine Stunde rum. Ja. Und die müssen uns ja auch erstmal sehen und dann erstmal treffen, wenn da jetzt irgendwo ein Sniper ist. Also vor dem Hangar ist auch immer ein Zombie. Zwei Zombies. Klo, oh, ja. Ey, krass. Warte mal, wie voll ist denn der Server überhaupt noch? Oh Gott, wir sind bloß noch zu fünf. Gut, hat auch nichts zu sagen, wir haben schon. Ja, ja. Bei gleicher Anzahl hier oben Ärger gehabt, ne? Und ja, ich wechsle jetzt nicht den Server, nur weil ihr auf Gedankenbrechen sterben müsst. Wir haben das in den letzten Aufnahmen schon ein paar Mal gesagt, wir halten das normalerweise so, wenn der Server nicht wirklich abkackt und verschwindet von der Welt, ja. Werden für Loot und für Action, vielleicht schon für Action, weil das würde ich nur noch drauf anlegen, wenn wir voll equipped sind und einfach nichts mehr brauchen, wenn wir schon den Server wechseln, wenn der Server plötzlich leer wird, ja. Nur, wir werden jetzt nicht nur wegen, wir finden keinen guten Server wechseln oder wir finden nur ganz viel Loot, werden wir den Server auch nicht wechseln und werden auch nicht, also für den Loot den Server wechseln. Wir haben auch normalerweise, er kommt, ich mach. Wir halten das normalerweise so, dass wir wirklich, wir haben nur eine geringe Anzahl an Favoriten in den Serverlisten. Und da sind wir halt regelmäßig drauf, ne?
man, also wie soll ich sagen, man versucht sich irgendwie so ein kleines Zuhause aufzubauen. Also das ist meistens auch ein Battlefield. Ich habe das Server auf der Favoritenliste und guck halt, dass die Server vernünftig laufen und eventuell, wenn man Admin-Kontakt kriegt oder von dem Clan oder der Gilde oder wie sagt man, doch klar, natürlich klar. Gilde war ein anderes Spiel. Also Kontakt mit den Leuten kriegt, dass man sich mit denen gut stellt, gerade wenn die vernünftig auch sind. Und dann läuft das auch. Ja. Deswegen bin ich halt lieber auf einem gleichen Server und dann guckt man, vielleicht lernt man eben auch so andere Mitspieler kennen, die halt regelmäßig drauf sind. Beziehungsweise auf dem Server, wo wir sind, haben wir halt schon mehrfach Kontakt gehabt mit den gleichen Leuten. Da kommt ein Zombie angerannt. Ja. Wir haben mal gepult. Geh, ja, wo kommt denn hier ein Zombie? Links. Wo steht er da? Lol. Gerade eben noch gerannt, der Hintere. Beim Mühle steht er. Der Hintere? Da hinten die Olga. Ja. Jetzt kommt sie. Ja, fein. Das ist auch geil. Der kommt nicht und die Olga kommt. Der sieht hier, wie geil ich bin. Ja, komm, Baby. Wo bin ich denn hier? Fein. Oh, neue Revolver, alles klar, nehme ich denn. Sie schon jetzt endlich erschossen, in dem Moment, wo ich die Arme auf habe und sage, Olga, komm zu mir. Na gut, Olga, ich komm zu dir. Ich liebe dich! Ich komme! Sie ist komplett gleich erschossen. Ja, wo ist sie denn? Nein, ich vermiss dich auch! Ey, ist mich verarschen? Ich treff dich nicht! Die hauen sich gegenseitig. Komm! Ja, die haben sich gegenseitig gehauen. Die haben gegenseitig geblutet. Und du bist hinten in der Ecke und lootest, anstatt hier vorne Feuerschutz zu geben? Das ist ein Kameradenschwein, ey. Echt. Voll das Arsch, ne? Hier, guck mal, hier ist nochmal eine Roundbox. Ja, die sterben. Ich mag dich nicht mehr. Es wären jetzt gewesen, ja. Ja, du bist hier mein treuer Begleiter, mein... Ui, du auch. Hätte nur verplant. Ne? Mein Koffein in meinem Kaffee, mein... Wie hab ich gesagt? Mein Vibrator in meinem Dildo. In meinem Sexspielzeug. Ja, du lootest ja eh alles, also nimm. Ja, was? Ich nehm das Zeug nur für dich mit. Ich hab schon Handguard für dich. Ich hab hier... Du willst ja M4 haben. Ja. Ja. Merkst du was? Arsch. Och. Das ist halt die pure Liebe hier zwischen uns. Oh Gott, ey. Alter Lachs, ey. Das ist schön. Schön. Ich hab eigentlich gedacht, also, wenn das Niveau schon im Arsch ist, ne, dann richtig. Baby, komm in meine Arme. Nee, das ist ein Typ, ne? Nee, was ist denn das? Das ist ein Typ, doch. Glaubt, der will zu dir. Bin eifersüchtig! Er kommt nicht mehr. Das ist aber schuld, ich hab dein Date versaut. Oh, voll traurig. Piep, hab mich lieb. Nein, also wenn wir das hier schon versauen, dann machen wir es gleich hier. Dann lachen wir auch über solche Dinger wie Lockener. guck mal, ihr seht das jetzt, ne? Ich lasse ihn einfach mal die Mosin-Munition liegen. Bin voll, dass ich gleich, dass er auch was findet. Reisschuss. Oh, Mosin-Muni! Ey, du hast doch gelesen, was Berserker geschrieben hat und ich finde, er hat vollkommen recht, ja. Aber du ziehst unsere Aussage vom letzten Mal voll in den Dreck. Oh. Ja, weil das so ist. Ich lasse jetzt meine Waffe hier umliegen und kletter aufs Dach. Mutig wie ich bin. du freust dich gar nicht über Items droppen, weißt du? Natürlich. Weinst halt rum. Oh, genauso. Du bist ein Honk, ne? Du bist ein Honk. Was? Einfach nur ein Honk. Was denn? Hier oben liegt eine Sechserjacke und du lässt sie liegen. Ich hab eine an, aber ist ja egal, oder? Nein, du hast eine Vierer, du hast einen Raincoat an. Ja, und selbst wenn, ich bin da ja auch noch nicht fertig gewesen. Ja. Ich hab gesagt, ich gehe halt aufs Dach. Vor allem, die Jacke ist sogar pristine. Ja, und jetzt? Hier unten hast du ein Pistolenmagazin liegen, ne? Ja, was soll ich denn mit mehreren Blut? Dann benutze ich dann bitte die Pistole, ey. Ah, schon war wieder. Es ist eher wieder mit so einem Staubwedeln und läuft über das Feld hier und wedelt den Staub weg, ey. Wenn ich gleich eine M4 in der Hand hab, dann kriegt er mit der M4 ins Gesicht und nicht mit
in der Pistole. Nein, Schrot, bitte, Schrot. Ja, also wenn ich schon ins Gesicht kriegen muss. Krieg. Wenn ich schon ins Gesicht kriegen muss. Oh. Also gehe ich jetzt davon aus, dass die Jacke weg ist. Nein, die ist noch da. Ich habe ja selber eine an. Ja, und jetzt brichst du dir wieder die Quanten, ne? Ich war aber so dicht davor. Hast du geschossen? Nein. Okay, ich wurde beschossen. Dann kommt er runter. Ich schau, wo er ist. Weißt du, von wo es kam? Nein. Okay. Also hier gibt es natürlich zwei Eingänge, ne? Das ist doof. Die Jacke aber haben. Und hinten aus dem Wald, da wo wir letztes Mal lang. Also von da, wo ich jetzt gucke, in die Richtung. Irgendwo von da. Ja. Okay, pack die Schrot hin. Tausche aus mit Musi. Nochmal ein Schuss? Ja, der hat auf dich geschossen, ja, mit. Hat aber weit daneben geschossen, Alter. Okay, ich lauf geradeaus durch, ja? In die andere Tür. Ich hab halt nur ein PU-Scope, ne? Ich sehe halt gar nichts. Mhm. Boah. Bin draußen. Also hinter der Feuerwehr. Ja. Siehst du ihn? Nein. Der hat aber mich, der hat mich gerade gesehen, der hat mich gerade beschossen. Ne? Ich sehe ihn halt gar nicht. Ich gehe rechts von der Feuerwehr. Nee, gar nicht. Ich gehe rechts auf das andere Gelände nebenan. Und dann einen Zaun oder so. Hm? Und versuche den halt so ein bisschen von rechts zu flankieren. Ich habe ja auch die Polizei neben mir. Ja, ich weiß nicht, ob ich das dann überlebe. Das ist eine Olga. Scheiße, das ist natürlich jetzt gerade gar nicht. Versuch den noch ein bisschen auf dir zu halten. Muss erstmal die Olga wegmachen. Schon gesehen? Nein, noch nicht. Ist aber auch gerade nicht. Er hat mich getroffen. Bin schon instant kau geworden, Alter, krass. Also der kann nicht ganz auf der Pose gelegen sein, wo ja, aber so die Richtung Gasthaus sein. Nee, also da auch Wald, nicht. Oder Wald da hinten, oder? Richtung Baracke. Okay. Versuche in den Tower zu kommen. Salinenbeck habe ich aber. Also geh nicht so viel Risiko ein, ja? Mhm. Ich bin jetzt im Tower. Boah, so ein Arsch. Ich glaube, ich habe ihn. Hast du ihn? Ich glaube es. Ich bin mir aber nicht sicher. Scheiße, das ist jetzt ein See, ey. Okay, Tower ist clear. Okay, ich sehe jetzt von hier oben schon ein bisschen mehr. Hast du ungefähr die Richtung? Ende Airfield. Oder ist es ein Baumstumpf? Schießt du? Ja. Ob was? Erste Bahn, zweite Bahn? Erste. Von uns aus?
Und von links, ja, ja. Aber ich glaube, das ist nur ein Baumstumpf. Ich meine, ich sitze hier halt wie auf dem Präsentierteller, ne? Das ist scheiße. Wechsel Position. Ich bin jetzt oben im Tower drinnen. Ich habe gerade einen Zombie angelockt. Ich warte gerade, bis er da ist. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kommst du hier rüber oder so. Er schießt noch. Er liegt gleich im Monitor drin, ich sehe ihn nicht, ey. Ich bin jetzt ganz hinten in der Feuerwehr rum, ne? Dann rüber aufs andere Gelände und dann bin ich halt durch die Garage durchgegangen und dadurch war ich wohl nicht in seinem Sichtfeld. Scheiße, hier oben liegt auch nicht irgendwie ein Scope rum oder so, ne? Nicht so eine Waffenkammer, den ist rum. Messer, Cola. Hätte jetzt gut sein können, ne? Ja, liebe Zuschauer, also es ist ein bisschen angespannte Situation gerade. Wir werden jetzt natürlich nicht irgendwie groß quatschen, sondern den Typen suchen. Wenn wir den haben, dann werden wir ihn strafen. Aber ohne Visier sehe ich hier halt gar nichts. Also ich kann halt nicht unterscheiden, ob das eine Tanne ist oder nicht. Ja. Kannst du mal ansagen, er schießt auf mich? Nein, nein, ich habe einen Zombie vor deiner Bude. Ich erledige den bloß schnell, nicht, dass er gleich auf mich zukommt. Ja, mir geht die Muni dann bald aus, ne? 20 Schuss haben. Ja, komm rein zu mir. Mach die Tür am besten unten zu. Dann gibt's hier oben Muni und ich komm Treppe runter. Hock dich hin. Ich bin jetzt erste Etage. Munition. Munition. Und Salinebeck gibt's hier auch. Salinebeck. Du bist irgendwie jetzt kurz vorm, ne? Ja. Kurz vorm hier. So, bin da. Ne, ist jetzt erste Etage. Dann passen wir dir mal kurz erstmal das Salinebeck. Du bist verbunden, bist du, ne? Ja, ja. Dann, ich krieg die Tür ab. Ja, dann komm, ist egal. Halt still. Muni liegt hier auf dem Boden, ne? Aber halt noch still, bis fertig ist. Ich geh dann wieder hoch. Was? Tobias moved. Jetzt. 20 Schuss reichen erstmal. Ja, jetzt nimmst du alles, was da liegt, sonst strafe ich dich. Dann hast du ja nichts mehr. Ich hab noch 20 Schuss. So, mal gucken, ob der jetzt hier irgendwie rankommt. Oder ob der da hinten irgendwo noch liegt. Also ich... Wir haben doch einen Zombie im Haus. Ich mach den jetzt mal schnell weg, ja. Dann machst du mit der Axt. Also, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen und wer draußen an den Geräten sitzt, das ist Daisy Action. Jetzt heißt das natürlich, also wir können ihn ja grob ausmachen, wo er hergeschossen hat. Jetzt müssen wir natürlich noch gucken, wo er liegt. Ob er nicht moved. Vor allen Dingen, ob er moved, und wenn er nicht moved, dann gucken wir halt, was passiert jetzt in den nächsten paar Minuten. Und wenn nichts passieren sollte, also mich kann er halt nicht sehen, weil ich halt noch liege. Der nächste Schritt ist, ich gehe in die Hocke und dann müssen wir halt gucken, was passiert. Nicht
liege halt mit dem Kopf im 27 Zoll Monitor und versuche den hinten irgendwo auszumachen. Das Ding ist, wie gesagt, hier zocke. Ihr seht, es ist nicht ein großer Unterschied, ob ich da voll ranzoome oder in Hamburg fällt wirklich ein Sack Reis um. Da ist. Ist halt nur PU-Scope, ne? Willst du mal Long Range kurz haben? Vielleicht siehst du was? Du siehst? Ja, lass es tauschen. Doch runter, Alter. Jetzt. Dann liegt doch einfach das Gewehr weg. Er ist ein Lappen, ey. Oh, ja, das ist. Juppie, juppie, juppie. Also jetzt warte mal, ich hatte einen Einschusswinkel, also da wo ich saß von der Feuerwehr, hatte ich einen Einschusswinkel von, ja, ungefähr die Base. Also so hier Police, wo wir vorher drin waren, bis Hangar. Dieses Einschussfeld hatte ich und da habe ich auch rumgeguckt, aber ich habe da nichts gesehen. Er müsste uns ja eigentlich auf dem Tower sehen. Ja, wer weiß, wie groß dann ein Q ist und vielleicht nicht mit Rechner, dass wir uns bewegen. Bis jetzt geschossen hat er noch nicht. Ja, du weißt ja, wie schwer es ist, hier reinzuschießen, ne? Haben wir ja auch schon gemacht. Ja, gut, du weißt, wie weit der weg ist, ne? Wenn der jetzt direkt schon hier vorne war. Ja. Ich habe ihn gar nicht gesehen bislang. Jetzt nicht. Also wenn der gut getan ist, dann kann er da hinten irgendwo in den Büschen sitzen. Ja, dass man denen, so wie ich halt, ne? Dass man ihn dann wirklich sieht, ist halt, ne? Auch ein bisschen mit Glück verbunden. Er kann sich halt auch zurückziehen und hinter der Mauer jetzt langschleichen und uns komplett umgehen. Das müssen wir jetzt gleich irgendwie rauskriegen. Ist jetzt keine Lauf-Action und ist vielleicht nicht ganz unterhaltsam. Gut, aber so laufen Scharfschützen-Duelle nun mal aus, ne? Das ist halt. Also ich gehe mal schon stark davon aus, dass der Typ auch Mosin mit Longrange hat, ne? Ansonsten hätte er uns, glaube ich, nicht gesehen. Naja. Mosi war es auf jeden Fall. Okay, Leute, um das ein bisschen spannend zu halten, wenn ihr das nächste Video sehen wollt, lasst einen Kommentar da. Gebt einen Daumen nach unten und dann nach oben, nach links und rechts. Schreibt in die Kommentare, falls ihr ihn jetzt schon gesehen habt. Ich werde es in der Aufnahme Bearbeitung nochmal sehen. Ich mache es jetzt ganz kurz. Abonnieren nicht vergessen für die nächste Folge. Ansonsten folgen auf Twitter und Facebook. Ich werde die Aufnahme direkt wieder anmachen. Es geht aber darum, es ist schon 28 Minuten, ich will das nicht schneiden. Ja? Also, ich sag schön tschüss, bis morgen. Okay, schön ja, tschüss. Tschüss. Ja, Entschuldigung. Er ist nicht da. Ja, ich bin hochkonzentriert. Okay, bis gleich.